Hi, ich bin Nessa und das ist mein Tiny House. Ich habe dieses Haus mit Hilfe meiner Eltern zum dauerhaften Wohnen für mich gebaut. Das Haus ist auf einem Pkw-Anhänger, hat eine Straßenzulassung und ist 3,5 Tonnen schwer. Es ist 9 Meter lang, 2,5 Meter breit und an der höchsten Stelle 4 Meter hoch. Die Wände sind nur 11 cm dick, aber mit der Dämmung aus Steinwolle bzw. im Boden aus Styropor wird es auch im Winter kuschelig warm. Hier geht's rein. Eine richtige Treppe fehlt noch, die kommt, wenn ich auf meinem endgültigen Stellplatz stehe. Alles, was ihr heute seht, gibt's auch noch viel ausführlicher in meinen über 50 Videos rund ums Tiny House. Die Playlist habe ich euch hier verlinkt, sowie am Ende des Videos und in der Videobeschreibung. Dort erfahrt ihr übrigens auch mehr zur Stellplatzfrage. Das hier ist der Eingangsbereich, inklusive Bilbo-Beutlin Fußmatte für nasse Schuhe. Ihr werdet in meinem Tiny House so einige Anspielungen auf Herr der Ringe finden. Hier gibt's auch die Möglichkeit, Jacken und Taschen aufzuhängen. Ich habe hierzu eine alte Garderobenleiste geteilt und aufgepeppt, und zwar mit Seiten aus einem Lexikon von 1920. Unter der Garderobe steht eine große Kiste, die mich schon seit meiner Kindheit begleitet. Auch die habe ich ein bisschen aufgepeppt, und da drin sind alle meine Ordner und anderen Dokumente. Obendrauf ist außerdem Platz für Schuhe oder zum Hinsetzen, wenn man die Schuhe anzieht. Mein Boden ist übrigens ein Räuchereiche-Parkett, deshalb auch die Vorsicht mit den nassen Schuhen. Das war in der Werkstatt, in der wir das Haus gebaut haben, ein Restposten, und ich finde, das ist ein sehr schöner Boden. Und wo wir schon dabei sind, meine Wände bestehen aus Fichte-Dreischichtplatten. Ich habe die nur mit einer dünnen Schicht Weißlack glasiert, sodass die Maserung noch herauskommt. Diese Dreischichtplatten und die weiße Farbe findet ihr fast überall im Haus. Kommen wir nun zum Schlafbereich. Ich wollte unten schlafen, um etwas mehr Platz über dem Kopf zu haben und im Sommer nicht so zu schwitzen. Dieses Stauraumbett habe ich dafür selbst entworfen. Der extra dünne Lattenrost klappt nach oben und man kommt an die drei Stauraumkisten. Die stehen alle auf Filz, sodass man sie leicht verschieben kann, wenn man beispielsweise Gäste hat und einfach mehr Platz braucht. Die Kisten sind verkleidet mit meinen Chornoten von Carmina Burana, was damals ein sehr schönes Erlebnis für mich war. Darin befinden sich im Moment Arbeitskleidung für meinen Job an der Oper, außerdem einen Drucker, den ich mit wenigen Handgriffen an den PC anschließen kann. Und dahinter übrigens auch einen Matratzenwürfel für eine Doppelmatratze für Gäste, den man auch als Sitzgelegenheit verwenden kann. Hinten an der Wand verlaufen die Heizungsrohre, dadurch gibt es unter dem Bett auch im Winter keine Feuchtigkeitsprobleme. Am Kopfende des Bettes habe ich ein Regal gebaut. Dort findet man alles, was man am Bett so braucht, von Nachttischlampe bis Taschentücher. Um die Kabelführung ordentlicher zu machen, habe ich da Löcher reingebohrt, in denen die Kabel verschwinden können. Auf den oberen Brettern bewahre ich neben einigen kleinen Pflanzen auch einen Teil meiner Kameraausrüstung auf und noch mehr Herr der Ringe-Kram. Ganz unten lagert mein Greenscreen, und wofür ich den brauche, seht ihr gleich. Das ist mein Schreibtisch. Ich bin selbstständige YouTuberin und habe diesen Kanal sowie einen Gaming-Kanal, und das bedeutet ein ziemlich großes PC-Setup und eine Menge Ausrüstung. Ich habe den Schreibtisch mit ein paar Tricks trotzdem ziemlich kompakt halten können. Die Schreibtischplatte ist gerade mal 1,10 m x 60 cm. Platz haben hier ein Gaming-PC, zwei Monitore, Lautsprecher mit Subwoofer, ein Ringlicht, eine Webcam, ein Mikrofonarm mit Kondensatormikrofon, ein Mischpult, Tastatur und Maus, Gaming-Zubehör und eine ganze Menge Kabel. Der Schreibtisch steht nicht nur auf Rollen, dass ich ihn jederzeit aus dem Weg räumen kann, er ist außerdem höhenverstellbar und ich arbeite daran oft im Stehen. Mein Bürozubehör habe ich übrigens bewusst ausgelagert, das seht ihr später. Vorgesehen ist hier außerdem ein Platz für einen Router, aktuell bekomme ich mein LAN aber noch aus der Steckdose im Bad. Direkt nebenan ist mein Essensbereich. Ich habe hier den Heizkörper mit einem selbstdesignten, klappbaren, halbrunden Tisch überbaut. Im festen Teil des Tisches sind große Löcher, damit die warme Luft aus dem Heizkörper aufsteigen kann. Und auf dem Tisch ist natürlich eine Karte von Mittelerde zu sehen. Dazu gibt es zwei Hocker, die ich noch von früher hatte. Der Tischfuß ist aktuell aus einer übrig gebliebenen Verpackung, die ich einfach golden angesprüht habe. Ich warte da noch auf einen schönen knorrigen Ast, den ich stattdessen verwenden kann. Hier können bequem auf jeden Fall drei Leute sitzen. Für größere Partys baut man dann in der Mitte des Raumes einen Tisch auf. Deshalb das klappbare Bett und der rollbare Schreibtisch. Gegenüber bewahre ich meine Kleidung auf, und zwar in einem alten Spind der US Army, den ich in einem Recycling-Kaufhaus gefunden habe. Vom Rost befreit und ungefähr 10-mal neu gestrichen, dient er jetzt als Aufbewahrungsort für alle meine Kleidung.
wie gesagt, außer Arbeitskleidung, sowie alle meine Schuhe und meine Handtücher. Da in diesem Spind so viel Arbeit steckt und ich von Beginn an gern so eine haben wollte, ist das eins meiner Lieblingsstücke im Haus. Weil er so schwer ist, wird er für den Transport meines Häuschens rausgeräumt, genauso wie übrigens ein paar andere Möbelstücke und natürlich alles, was man nicht festmachen kann. Die Küche ist in gewisser Weise das Herzstück meines Häuschens und nimmt auch mit Abstand am meisten Raum ein. Das liegt daran, dass ich hier auf nichts verzichten wollte. Es gibt einen Gasbackofen mit Gaskochfeld plus Abzughaube, einen großen Kühlschrank mit geräumigem Gefrierelement, eine Single-Spülmaschine, eine winzige Waschmaschine und eine Mikrowelle. Diese Geräte findet ihr übrigens auch unter kit.co/nessaelessa. Dort gibt es eine Übersicht meiner Tiny House Einbauten und meiner Film- und Gaming-Ausrüstung. Die Küchenschränke haben wir alle selbst gebaut, nur die Schubladeneinsätze mit Softclose haben wir gekauft. Ich habe hier eine Menge Stauraum für Geschirr, Lebensmittel, mein Büromaterial und Wäsche sowie aktuell noch ein bisschen Werkstattzeug. Dass ich den Raum so groß gemacht habe, bereue ich definitiv nicht. Die Arbeitsplatte ist übrigens auch aus Räuchereiche, passend zum Boden, und der Spritzschutz am Herd hat natürlich ein Herr der Ringe-Zitat. Willkommen im kleinsten Bad der Welt. Das Badezimmer ist für mich ein funktionaler Ort, der muss nicht besonders groß sein. Eine Dusche in Standardgröße hat trotzdem darin Platz. In der Mitte gibt es einen Waschtisch, der eigentlich eine Kommode ist, die ich bei einer Haushaltsauflösung vor vielen Jahren ergattert habe. Das Waschbecken ist eine Blumenwanne, ausgegossen mit Kunstharz, und der Wasserhahn ist ein besonders schönes Exemplar eines Außenwasserhahns. Darüber ein etwas verspielter Spiegel aus den 1970er oder 1980er Jahren, den ich gebraucht gekauft habe, und eine passende Lampe, die ein sehr warmes und schönes Licht macht. Auf der rechten Seite befindet sich die Toilette, und das ist eine Trockentrenntoilette Marke Eigenbau, nur den Einsatz haben wir gekauft. Flüssig kommt vorne rein und geht ins Abwasser, alles andere kommt hinten in einen Eimer, alles ist belüftet und riecht auch nicht. Und man spart eine Menge Wasser. Verkleidet habe ich die Toilette mit Vergils Aeneis, die ich im Studium gelesen habe. An der Wand, das sind übrigens keine Fliesen, sondern Kunststoffpaneele, was aus Gewichtsgründen die einzige Option war. Eine späte Ergänzung in meinem Haus war diese Treppe hoch ins Loft. Der erste Teil ist eine Stauraumtreppe, auch hier alles selbst entworfen und gebaut. In einer Stufe befindet sich mein Papierkorb, in der anderen bewahre ich meinen Sauger und ein paar Sportgeräte auf. Was ich aus der Arbeitsplatte ausgesägt habe, um das Kochfeld einzubauen, habe ich hier für die Stufen wiederverwendet. Der zweite Teil ist eine stabile Leiter, die man bei Bedarf auch nach oben klappen kann. Es fehlt nur noch der Befestigungsmechanismus an der Wand, dann kann man unten auch die gesamte Arbeitsplatte nutzen. Neben der Treppe seht ihr ein Ventil, das ist ein Teil meines solaren Lüftungssystems. Angetrieben von einer Solarzelle oder bei Bedarf auch über Netzstrom lüftet das Gerät nach programmierbaren Zeiten. So muss ich im Winter nicht die Fenster aufreißen und frieren, und wenn die Sonne scheint, kann ich hiermit sogar meine Heizung unterstützen. Hier sind wir jetzt im Loft, dem zusätzlichen halben Stockwerk oberhalb von Küche und Bad. Das ist der hellste und am wenigsten möblierte Raum in meinem Haus, mit voller Absicht, denn hier kann ich prima Videos drehen, mich mit Freunden zusammensetzen, lesen oder einfach nur rausschauen. Gäste können hier oben übernachten und ich bewahre hier einige meiner Tagebücher und eine winzige Bibliothek sowie ein paar Pflanzen auf. An den Fenstern habe ich hier wie im übrigen Haus Doppelplissés, da ich im Tiny House ja keine Rollläden habe. Die Plissés haben einmal eine Thermobeschichtung, die zusätzlich zum Licht auch im Sommer die Wärme und im Winter die Kälte etwas abhält. Zum anderen eine Sichtschutzseite, die lichtdurchlässig ist und die ich an sonnigen Tagen auch als Diffusor beim Videodreh verwende. Als weicher Untergrund auf dem Boden habe ich einen Naturteppich gekauft. Weil er Secondhand war, war das auch in Ordnung, dass der aus Schafswolle war. Auf dem Reststück kann ich bequem sitzen, außerdem gibt es einen Stauraumhocker, den man als weitere Sitzgelegenheit, als Tisch und eben auch als Stauraum verwenden kann. Hier sitze ich oft und arbeite am Laptop mit einer Tasse Tee. Beleuchtung gibt es hier wie im restlichen Haus durch LED-Deckenstrahler. Die sind so eingerichtet, dass ich das Licht im Erdgeschoss auch von hier außen einschalten kann. Und was hier noch kommt, sind ausziehbare Wäscheleinen, die auf der Höhe des Lofteingangs montiert werden. So kann ich im Winter hier die Wäsche an dem Ort trocknen, an dem die warme Luft aufsteigt. Ihr fragt euch vielleicht, wo die Haustechnik untergebracht ist. Dafür gibt es einen eigenen, von außen zugänglichen Bereich hinten am Haus. Kochen, Warmwasser und Heizung laufen bei mir ja über Propangas und ich habe hinten einen extra Raum für zwei Propangasflaschen und die Anlage wechselt automatisch von der einen auf die andere, sodass ich die leere Flasche dann tauschen kann. Im größeren Raum ist eine Staumöglichkeit für Gartenutensilien, Farben und Co. und dieser Teil ist auch minimal beheizt, damit an der Therme nichts einfriert.
Die hängt hier nämlich in der Mitte und hier verlaufen auch alle Leitungen, die rechts unten das Haus dann verlassen, also Strom, Wasser und später auch Internet. Das Abwasserrohr behalte ich im Moment mit einem Frostschutzkabel, da wird es später dann auf dem endgültigen Stellplatz noch eine dauerhaftere Lösung geben. Mein Haus hat mit allem und inklusive einer ziemlich teuren Heizungsanlage 35.000 Euro gekostet. Was wie teuer war, seht ihr dann genauer in meinen Kostenvideos, die ihr in den verlinkten Playlists auch findet. Wir haben an dem Haus etwa 2 Jahre gebaut, die ersten 2 Monate waren Vollzeit und danach immer, wenn eben Zeit war. Seit etwa einem Jahr arbeite ich in meinem Häuschen und vor ein paar Wochen bin ich nun komplett eingezogen. Wie lange ich darin wohnen werde, weiß ich noch nicht, aber nach 5 Jahren haben sich die Kosten, die ich dadurch an Miete gespart habe, bereits wieder amortisiert. Wie mein Leben im Tiny House so ist und wie der Bau war und was es sonst noch zu Tiny Houses, Minimalismus und Co. zu wissen gibt, findet ihr alles auf meinem Kanal, also lasst gerne ein Abo da und schaut euch ein bisschen um. Mein Dank gilt wie immer den langjährigen Unterstützern des Kanals, ob nun als Abonnent oder als Unterstützer auf Patreon oder auf PayPal. Für Patrons gibt es schon ab $1 im Monat regelmäßig extra Inhalte, spezielle Videos oder Einblicke hinter die Kulissen. Danke an alle, die hier schon dabei sind. Das war's von mir und meinem Haus. Tschüss und bis zum nächsten Mal.